Am 11. Spieltag empfängt der SV Werder Bremen im Wohn- in Westweserstadion Eintracht Frankfurt. Das Team von Trainer Dino Toppmöller, zuletzt in der Europa League gegen Helsinki gefordert. Für Werder gab es ja unter der Woche richtig gute Nachrichten. Marvin Ducksch erstmals für das Nationalteam nominiert. Er heute natürlich auch wieder mit dabei. Grün-Weiß insgesamt unverändert, sprich auch Rafa Boré, die Leihgabe aus Frankfurt in der Startformation. Kurz vor der Halbzeitpause dann diese Ecke für Frankfurt. Zetterer faustet den Ball raus und dann Schmid setzt sich da durch. Romano Schmid, Konterchance. Schmid, Buta kämpft sich nochmal zurück, aber Stay hilft mit. Jens Stay gegen Ansgar Knauf. Stay geht zu Boden. Es gibt sofort die Entscheidung auf den Strafstoß. Elfmeter für Werder. Stay wird hier gehalten, umgerissen und keine Gründe, das zu revidieren. Und Marvin Ducksch übernimmt die Verantwortung und trifft mit dem Selbstvertrauen eines bald Nationalspielers. Fünftes Saisontor von Marvin Ducksch. Kevin Trapp zwar mit den Fingerspitzen sogar noch dran gewesen, aber der Ball war zu scharf und zu platziert. Werder also mit der Halbzeitführung. Und die Mannschaft machte auch genauso weiter. Ein langer Ball von Anthony Jung in Ducks Richtung. Pacho hat die Szene eigentlich schon geklärt, aber Ducksch kämpft sich zurück. Bittencourt und dann in der Mitte Boré. Und der Ball im Tor. 2:0. Ausgerechnet Raphael Boré. Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt mit zurückhaltendem Jubel. Aber Werder nun 2 Tore vorne. Bittencourt mit dem Ball rüber. Boré, Trapp wieder dran. Und am Ende das Glück des Tüchtigen. Dann wieder Frankfurt, die 65. Skiri. Nur noch 1:2. Michael Zetterer war zwar bei Skiris Abschluss noch dran, konnte den Ball an dem Pfosten aber nicht an selbigen vorbei lenken. Plötzlich diese Partie also wieder richtig spannend. Und nur 10 Minuten später erneut die Frankfurter bei diesem Freistoß über Omar Marmoush. Ball gut reingetreten, Richtung zweiten Pfosten verlängert und dann Vojislav Smolcic 2:2. Innerhalb von 10 Minuten 2 Frankfurter Tore, keine Abseitsposition. Dem Mahn wurde hinten zwar gezogen, aber nicht ausreichend, nach Meinung von Benjamin Brandt. Kurz vor Ende der Begegnung, Romano Schmid schickt Justin Ginma. Ginma gegen Pacho, macht das gut. Jetzt legt er aber auf Schmid, der nochmal rüber, Ducksch! Und Trapp mit einer Riesenparade. Wie ärgerlich aus grün-weißer Sicht, das hätte hier das 3:2 bedeuten können. Am Ende blieb es also bei diesem Unentschieden. Ja, sind gemischte Gefühle. Auf der einen Seite, wenn du 2:0 führst, sind logischerweise auch 3 Punkte drin und du möchtest sie auch dann gerne haben. Auf der anderen Seite war nach dem 2:0 eben halt auch noch relativ lang zu spielen. Wir haben von der Positionierung Dinge nicht so sauber gemacht wie zu Spielbeginn oder auch eigentlich die komplette erste Halbzeit, und Frankfurt hat das für sich genutzt. Am Ende ist das, glaube ich, ein gerechtes Ergebnis, wenn man sich Torchancen, Torschüsse anguckt, ein Duell auf Augenhöhe, was grundsätzlich für uns ein gutes Zeichen ist, weil Eintracht Frankfurt einfach eine Mannschaft ist, die natürlich auch eine gewisse Qualität hat. Trotzdem bist du nicht restlos zufrieden, wenn du 2:0 führst und dann 2:2 spielst, 2-3 Punkte heute drin waren, und selbst beim Stand von 2:2 haben wir hinten raus noch 2 gute Möglichkeiten, einmal nach dem Standard, einmal ein Abschluss von Marvin und eine Situation, wo wir 3-2 aufs gegnerische Tor zulaufen, wo Justin dann eigentlich zu einem halben Torabschluss kommt, wo wir, sagen wir, viel besser ausspielen müssen deshalb. Ja, es ist schon so, dass man sich über die eine oder andere Situation heute sicherlich auch ärgert. Aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Der Punkt wird unter Umständen auch noch sehr wichtig sein für uns. Ich glaube, wenn man so die ganzen letzten Wochen sieht, glaube ich, können wir schon ein Stück weit stolz sein, auch über die Leistung heute. Über 70 Minuten ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht gegen einen Top-Gegner aus der Bundesliga. International auch und trotzdem kann man sich auch ärgern, weil ich glaube, dass wir trotzdem irgendwie 2 Punkte liegen lassen haben. Klar sind wir frustriert, oder was heißt frustriert, falscher Ausdruck. Ich glaube, enttäuscht. Wir machen 70 Minuten ein richtig, richtig gutes Spiel. Mit dem Ball und auch gegen den Ball machen wir sehr, sehr vieles richtig. Spielen wirklich richtig guten Fußball, lassen wenig zu, wenn dann aus eigenen Fehlern, aber dann haben wir 20 oder 15 Minuten, wenn überhaupt 15 Minuten drin, wo wir nicht gut spielen, wo wir zu viel hinten rum spielen, unsere Abläufe nicht mehr spielen, wo wir leichte Fehler machen,
die dann mit jeder Chance ein bisschen mehr Aufwind bekommen. Und dann gestern am Ende gegen so eine richtig gute Mannschaft unterm Strich dann mit dem 2-2 raus, wo du eigentlich das Spiel hättest gewinnen können oder vielleicht sogar müssen. Ja, das ist das, was man, glaube ich, schon erkennen kann und was auch wichtig ist für uns mitzunehmen. Und trotzdem musst du eben halt auch gucken, dass du alle Punkte, die irgendwo möglich sind, holst. Und du weißt nie, gegen welche Gegner das passiert. Und du musst immer bereit sein. Und insgesamt waren wir heute bereit. Wenn man 90 Minuten das Spiel betrachtet, glaube ich, haben wir über 65, 70 Minuten einen vernünftigen Job gemacht. Die 20, 25 Minuten nach dem 2-0 haben mir nicht gefallen. Und die haben sich dann eben halt auch gleich gerecht. Und das ist sicherlich für uns einfach extrem wichtig, dass wir solche Momente in einem Spiel wie so eine Führung einfach auch besser nutzen und zu Punkten machen, zu mehr als einem. Ja, ich glaube schon, wie gesagt, weil wenn du so ein gutes Spiel machst, gerade auch hinten heraus nochmal die Möglichkeit hast aufs 3-2, ist es schon sehr, sehr ärgerlich, dass du dich nicht mit 3 Punkten hier belohnen konntest. Nichtsdestotrotz kannst du trotzdem nicht nur über das Spiel heute, sondern über die letzten Wochen generell zufrieden sein. Wir sind da auf einem richtig guten Weg und jetzt gilt es, dass wir da einfach konstant weiterarbeiten und diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen sind, konstant weitergehen. Das ist richtig, aber unterm Strich, wir machen wirklich sehr vieles im Moment wirklich richtig gut, aber wir haben halt immer wieder kleine Phasen, wo wir, und Wolfsburg ist für mich eine Top-Mannschaft, Frankfurt auch, und dann bist du halt unterm Strich, musst du damit leben, dass du dann nur einen Punkt einfährst. Und haben jetzt auch in 2 Spielen wieder 4 Gegentore kassiert, obwohl wir viel richtig machen und ich das Gefühl auch wirklich habe, dass wir richtig gut als Mannschaft kompakt verteidigen, aber können nicht ganz zufrieden sein, dass wir jetzt halt aus den letzten 3 Spielen nur 5 Punkte, wenn man so sagt, geholt haben. Einfach realistisch einschätzen und die Dinge, die positiv sind, benennen und an den Dingen arbeiten, die noch nicht funktioniert haben. Und heute hätten wir sicherlich einfach viel schneller nach dem 2-0 in der Phase einfach wieder zu unserem Spiel finden müssen. Und daran arbeiten wir und trotzdem nehmen wir auch genauso die positiven Dinge mit, dass wir heute gegen eine Mannschaft, die zuletzt nicht allzu viel hat liegen lassen, insgesamt, glaube ich, erst ein Spiel dieses Jahr auch verloren hat, insgesamt auf Augenhöhe waren und vielleicht mit einem Quäntchen mehr Effektivität hier heute auch hätten gewinnen können.